Ihr kennt doch alle das Okay, let's go. Meme. Okay, let's go. Das kennt ihr ja safe alle. Ich habe mir letztens das Ursprungsvideo, wo das herkommt, das habe ich mir letztens angeguckt. Das dauert irgendwie 5-6 Minuten, ist auf Niederländisch. Ich habe kein Wort verstanden, ich habe es trotzdem dreimal geguckt. Und dann gab es in den Kommentaren jemanden, der das komplett übersetzt. Das ganze Video hat er hier übersetzt für uns. Und ich habe mir das komplett durchgelesen und das ganze Video geguckt. Und jetzt mache ich für euch den Übersetzer. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte vom Okay, let's go Meme. Das hier ist eine niederländische Sendung. Da geht es darum, dass man normale Leute mit weirden, nerdigen Hobbys, dass man normale Leute da vorstellt. Also eine Sendung, wo es man nicht immer nur um Promis und Stars geht, sondern um normale Menschen. Der Dude, der war schon mal bei dieser Sendung, weil er liebt den Turbopolyp. Der Turbopolyp ist halt so ein Karussell. Wie heißt er denn in Deutschland? Ich glaube, in Deutschland heißt der Jumper. Dieser Typ ist auf jeden Fall ein riesiger Fan von diesem Karussell. Und der ist dauernd auf der Kirmes, der fährt von Stadt zu Stadt und schaut sich immer wieder dieses Karussell an, geht da rein und fährt 30, 40 Mal. Der war bei dieser Sendung schon mal und ist schon viral gegangen. Das ganze niederländische Internet ist explodiert und er war ein Meme. Und 5 Jahre später haben die mit dem Team von dieser Fernsehsendung ihn nochmal besucht. Das heißt, das hier ist jetzt das, was ist geworden aus dem Meme. Und dieser zweite Besuch 5 Jahre später ist halt international komplett explodiert. Das kennen wir halt jetzt alle. Ich übersetze euch mal so ganz grob, worum es hier geht, ja? Meneer Van Hoven, heeft u enig idee hoeveel mensen uw filmpje bekeken hebben? Come on, you have to feel this simply the best. Der hat wirklich alles übersetzt, der Typ. Weißt du, wie viele Menschen dein Video eigentlich gesehen haben? Ich glaube, viele Menschen haben das gesehen, hat er gerade gesagt. So, im Jahr 2009 war da dieser Typ in dieser Sendung und das Video war ein Internet-Hit. Und jetzt, 5 Jahre später, also 2014, ist das entstanden. Da besuchen sie ihn nochmal. Das ist jetzt der eine Dude. Jetzt wird noch ein anderer besucht. Kermisliefhaber Michael Van Hoof. Genau, der Kermisliebhaber Michael Van Hoof. Hij is gek van de Turbopolyp. Het filmpje werd een regelrechte internethit. Wenn du 3 Uhr nachts sturzbesoffen nochmal die letzte Runde vor Ladenschluss beim Barkeeper bestellst. In ons jubileumjaar gaan we terug naar deze grote kermisfan en maken we kennis met Juri. Das hier ist jetzt ein Junge namens Juri. In dem Video, wenn man nur das Okay, let's go Video kennt, dann könnte man denken, das sind Vater und Sohn. Ist nicht der Fall. Das ist einfach ein ganz anderer Junge, der auch diesen Turbopolyp und Kirmes einfach liebt. Und diese Sendung dachte sich, ey, wir bringen die beiden jetzt einfach mal zusammen und gucken, was passiert. Er sagt jetzt nicht zu seiner Mama, ey Mama, darf ich lauter machen? Das wird gleich richtig abgehen. Und die Mama so, ja, okay. Kann man mal putzen, Mama? Das ist wohl heel erg hard, hoor. Wie hieß bei euch der Junge in der Klasse? Wie hieß der bei euch? Hieß der Felix bei euch? Das ist so ein Felix oder Sebastian. Sebastian war auch genauso einer immer. Oder Moritz, ja. Auch ein ganz, ganz klarer Fall von Moritz. Definitiv. Moritz oder Felix, ganz eindeutig, ja. Okay, Conti. Also auch er hat sich hier so ein Mischpult gekauft und ein Mikro und hat so einen Delay-Effekt da drauf, damit er so tun kann, als wäre er so ein Kirmes-Sprecher. Was findest du denn so toll an die Turbopolyp? Ja, wie die bewegt. Was findest du denn so toll am Turbopolyp? Und er so, ja, der ist halt so schnell, wie der sich bewegt. So, und jetzt kommt tatsächlich mein Lieblingspart. Das Okay, let's go ist zwar das Meme geworden, aber dieses das ist der beste Moment, Alter. Das ist legendär, pass auf. En u bent nog steeds. Hat er da einfach so ein Fernsehteam und er präsentiert ganz stolz hier seine ganzen Modelle, die er gebaut hat. Und das Fernsehteam, ja, mach doch mal in dein Mikrofon, als wärst du so ein Kirmessprecher. Und er so, okay, say no more. Woohoo! Here we go, baby, baby. Gek van de Turbopolyp van Hans van Tol. Ja. Der hat sogar das übersetzt. Michael? Woohoo! Und du bist immer noch ein Fan vom Turbopolyp? Ja. Wie oft gehst du an einem Abend da rein? Boah, 10, 20 Mal, wenn das Wetter gut ist, komme ich gar nicht raus aus dem Turbopolyp. Nochmal. Und. So, und das ist der Juri. Der hat nämlich auch Modelle gebaut. Juri, was habt ihr hier allemaal? Kun je das eens uitleggen? Ich habe da die Boosje stehen. Die Katapult. Die Jumper.
Genau, das ist der Jumper. Ach so, Jumper ist nicht Poly, Turbopolyp. Jumper kenne ich von der Kirmes. Turbopolyp. Das ist der Turbopolyp. Das ist der Turbopolyp, maar nog niet af. Als ich auf der Kirmes bin, und dann kommen Menschen naar mij toe. Oh, ben jij van, van... So, was erklären sie jetzt? Gucken wir mal kurz in die Subtitles. Wenn ich auf der Kirmes bin, dann fragen mich Leute, ob ich der Typ aus dem Video bin und wollen Fotos machen mit mir und laden mich ein, mit mir den Turbopolyp zu fahren. Letzten Freitag war da eine junge Frau und ich bin mit ihr zusammen in den Turbopolyp gegangen, weil sie mich erkannt hat. Perfekt. Jetzt kommt das Beste, weil jetzt entscheiden die sich, weißt du was? Imorka Schnitzel, herzlich willkommen. Danke für den Follow. Jetzt haben die sich nämlich gedacht, okay, wir nehmen jetzt den Juri, der so ein großer Fan ist von dem Turbopolyp und generell vom Kirmes. Wir nehmen den Michael, der so ein großer Fan ist. Und die beiden packen wir jetzt zusammen und gucken, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Und das ist jetzt nämlich, they said Avengers Infinity War is the most ambitious crossover in movie history. Movie und Michael, hold my beer. Der Modus ist das jetzt nämlich. Ja, das ist echt mein Traum. Ah, warte. Um ein keer de echte Turbopolyp zu bedienen. Ja? Ja. Das ist echt mein Traum. Das habe ich auch so verstanden, ohne Untertitel. Also, sein großer Traum ist es, dass er mal selbst den Turbopolyp bedienen darf. Er möchte das wirklich, das ist ein Berufswunsch. Er will einfach auf der Kirmes, okay, let's go, ins Mikro rufen und den Bedienen auf Start und Stopp drücken. Das ist einfach sein größter Traum. So, und jetzt treffen die aufeinander. Ein Aufeinandertreffen der Legenden. Let's go. Hallo. So, jetzt lädt er ihn nämlich in seine Höhle. Das ist wie, wenn ein Zauberer mich zum ersten Mal besucht, ein Zauberkollege, und ich hole ihn hier in mein Zimmer. Überall sind Decks, Uncut-Sheets, Gimmicks. Und ihr Miles beispielsweise ist da ein ganz großer Kandidat, der geht immer direkt an meine Schublade. Ah, was hast du denn hier Neues? Ah, weil ich halt immer Gimmicks zugeschickt kriege, dann hier gucken und da gucken. Ah, wie cool. So, genau so diese Man-Cave, die ist das hier jetzt nämlich. Pass auf. Was will man gerne Shows geben, was du willst? Durch das Mikrofon. Und jetzt hat er nämlich zu ihm gesagt, ja, willst du auch mal durchs Mikro sprechen? Willst du auch mal hier den okay, let's go machen? Der hat ihm jetzt gerade sein Mikro anvertraut und er dachte, okay, testen wir das Baby mal. Setzt sich hin, nimmt das Mikro in die Hand und das erste und das einzige, was er macht, ist okay, let's go. Und das fehlt in dem Meme-Clip. In dem Meme-Clip wird dann immer schon weggeschnitten. Die sitzen so lange einfach schweigend da. Ja, mit seinen Händen im Schoß und er auch. Guck mal, die sitzen sogar gleich. Deswegen kein Wunder, dass man dachte, das wäre Vater und Sohn, ne? Der lädt ihn zu sich nach Hause. Ey, willst du auch mal durchs Mikro sprechen? Und er so, okay, let's go. Und dann sitzen sie da, schweigen. Und dann nach 30 Sekunden gefühlt, sagt der Michael, das war echt gut, der hat's voll drauf. Pass auf. Okay, let's go. Das sieht gut. Wie lange die da einfach sitzen und nichts sagen. Analyse, wie viele Sekunden sind das? Okay, let's go. Das sieht mal. 7 Sekunden sitzen sie da und hören. Also den Zusammenschnitt kann ich in- und auswendig. Das einmal kurz nachstellen. Hier. Baby, baby, here we go. Okay, let's go. Come on, baby, baby. Okay, let's go. So gut. Okay, aber gucken wir das Originalvideo weiter. War gut. Ja? Sure, yeah. Ja, hat er gut gemacht. Das okay, let's go, fand ich super. Soll ich auch mal? Soll ich auch mal durchs Mikro sprechen? Das Mikrofon? Ja, durchs Mikrofon. Warte, eine Seite. Jetzt sagt er auch noch so, ja warte, ich bin dran. Ich zeig mal kurz. Du hast jetzt gesagt, okay, let's go. So, jetzt pass auf. Jetzt mache ich mal meine Version. Pass auf. Und die sind halt beide keine Bediener von diesem Turbopolypen. Das ist von beiden nicht der Job. Die sind halt einfach beide Fans und sitzen jetzt da. Der eine sagt, ey, guck mal, wenn ich das wäre, ich würde das so machen. Okay, let's go. Ja, okay, warte. Ich zeig dir mal, wie ich das machen würde. Gib mal das Mikro. Okay, gib mal, wir starten. Hier kommt die. Let's move. Here we go. Go on. Go on. The legacy. Legacy. Go on. Go on. Woo. Baby, baby. Ah, so stark. Und jetzt geht's nämlich los. Die beiden kennen sich gar nicht, ja? Die sind komplett fremd. So, und jetzt
gehen die auf den Rummel und das Kamerateam sagt, ey, wir schmeißen eine Runde. Ihr dürft jetzt Turbopolyp fahren und weißt du was, der kleine Juri, der darf den sogar bedienen und durchs Mikro quatschen. Und sein großer Traum wird jetzt wahr. Der Booster schlägt auch mal Beine. Ja, ja. Ja, heel leuk. Meneer Van Hoof, hoort u hem al? Ja. Ich übersetze kurz. Der Juri hat gerade gesagt, oh, guck mal, der Booster, der sieht auch gut aus. Ja, ja, very nice. Very nice. Und dann hat er gerade gefragt, Michael, hörst du schon den Turbopolyp? Ja, ich höre Hans van Toll. Das ist der Bediener vom Turbopolyp. Also, der hat jetzt erkannt gerade, an der Stimme, die wir hier hören im Hintergrund, anhand der Stimme hat er schon erkannt, oh, diesmal ist der, der es bedient, Hans van Toll. Ja, hallo. Meneer Van Hoof. Ja, da hat man ganz kurz eine Stimme gehört. Und er hat jetzt schon erkannt, oh, diesmal ist es Hans van Toll, der das bedient. Ja. Hört ihr ihn mal? Ja. Ja. Das ist Hans van Toll. Alles gut. Alles gut, Hans. Guck mal, die kennen sich einfach schon. Der Hans van Toll, der das nämlich hier bedient, der kennt den Michael, weil der halt immer da ist. Ich habe den neuen Obi jetzt meigenommen, sehe ich. Ja, klopft. Na, will dein kleiner Begleiter hier auch mal bedienen? Ja, bitte. So, jetzt darf der Juri nämlich bedienen. Juri. Und für ihn ist das einfach eine große Ehre. Und jetzt kommt der beste Moment. Er ist einfach ein Niederländer und er sagt gleich original Jafet. Kein anderer YouTuber benutzt dieses Jafet in seinen Videos als Meme. Hier. Number one. Er sagt gleich einfach Jafet. Hört genau hin. Hans van Toll. Das ist einfach der Matti-Satz. Der Hans van Toll, Juri. Ja. Der Hans van Toll, der einzig wahre Hans van Toll. Steht da noch drunter. Hans van Toll, der Hans van Toll. Wo willst du mir jetzt stehen? Ja, fett. Ja. Freust du dich, dass du den jetzt bedienen darfst? Ja, fett. Wo willst du mir jetzt stehen? Ja, fett. Ja? Zou die een keer mogen draaien, meneer van Toll? We gaan een keer een uitzondering maken dan. Ah, yes. Ja. Jetzt darf er nämlich auch mal. En mag Michael er dan in, meneer van Toll? Dat hij altijd is. Hoeveel keer gaat hij op een avond? Guck mal, was sagen die gerade? Darf Juri auch mal fahren? Und dann sagt er, ja, wir machen einmal eine Ausnahme. Darf Michael eine Runde fahren? Macht er sowieso, also ist kein Problem. Wie oft fährt er denn an einem Abend? Und dann sagte der Hans gerade, oh, ich denke mal schon so 30 Mal. Nou, ich denke mal 30 keer. Ja. Sitzt er da alleine und hat einfach den Spaß seines Lebens. Guck mal. Ich denke mal, ich werde doch gehen. Er hat einfach den Spaß seines Lebens in den 5 Pixeln hier. Ja. Last Platz. Here we go again. Okay, we go again. Let's go. Guarantee. Er weiß einfach schon genau, welche Knöpfe er drücken muss für welche Sounds. Meneer van Toll, is het een beetje een acceptabele show? Perfect. Ja? Maar dat is een acceptabele show, ja. Perfect. Ik zeg dat tegen mijn zoon, hij weet de nummertjes op het geluidenkastje misschien nog wel beter dan ik. Also er meinte gerade, nicht mal mijn zoon kennt zich zo goed aus met die knöpfen und so weiter wie er. Diese Aufnahmen von drinnen sind einfach so gut. Der sieht aus wie im Horrorfilm oder im Krimi-Psycho-Thriller, wo sich am Ende rausstellt, dass er der Serienmörder ist. Und er ist halt so mega der Psycho und er kann einfach nichts fühlen. Er ist ein Psychopath, er verspürt einfach keine Emotionen. Und dann sitzt er da einfach drinnen und genauso wie das gefilmt ist, das so auch mit der Framerate und so, das sieht richtig aus wie im Horrorfilm. Und er ist so der Serienmörder, der einfach keine Emotionen dabei verspürt. So sieht das aus, guck mal. Weißt du, der Hans van Toll hat einfach den Spaß seines Lebens, Alter. Was war das denn für ein Blick hier? Was ist das denn für eine Aufnahme? Kotzt der gleich, oder was ist los? Meneer van Toll,
Einfach wie aus einem Horrorfilm. Und so endet das dann. Nou, hoe was het? Geweldig. Ja? Echt kicken. Hoe doet hij het? Hartstikke goed. Ja? Ja. Zou je hier je beroep van willen maken? Als het kan wel, ja. Also er will das auf jeden Fall beruflich machen, wenn es möglich ist, will er das auf jeden Fall als Jobhop beruflich machen. Legende, einfach Legende. Mama, spiel doch mal mit dem Nachbarsjungen, der ist total nett, der Nachbarsjunge. Ja genau, kein Wort verstanden, aber okay, let's go. Also Props gehen raus an The Players, ein Kanal mit 57 Abonnenten, der einfach hier das ganze Video übersetzt hat und auch wirklich hier und hier okay, let's go. Sehr, sehr, sehr stark. Und das Jafett ist einfach das Saftigste an diesem Video. Also ich habe drei Lieblingsmomente. Momente hier. Einmal den hier. Einmal den Moment. Dann haben wir einmal den hier. Okay, let's go. Das sieht wohl gut. Und der Moment hier. Ja, fett. Ja? Das waren meine drei Highlights. Ah, und der Blick hier. Der ist auch High-Tier. Das ist auch ganz wichtig, wo er am Ende drin sitzt und fährt. Das war mein Sonntagnachmittag. Ich habe Lean-Cheeky gemacht und mich einfach eine Stunde lang mit diesem Video auseinandergesetzt. Und ich bereue keine einzige Sekunde davon. Es war keine verschwendete Zeit, Freunde. Als Professor der Mimologie recherchiere ich nämlich und mache meine Hausaufgaben richtig. Dann weiß ich nämlich auch die kleinen Mikronuancen, die so ein Meme halt mit sich bringt, weißt du? Die kann ich dann nämlich anwenden, im Gegensatz zu so vielen anderen. So ein Ding ist das nämlich.